Moinsen, Videospielcode hier. Heute gibt's das erste E3-Special und mit dabei ist in diesem Gameplay-Video Ratcham. Ist ein bisschen älter, ist noch die Map Castle. Und als Dualpartner habe ich den Rapcon dabei. Moinsen! Na dann, ja, das glaube ich dir langsam aber sicher. Nein, Scherz. E3, ja, also. Es geht wahnsinnig viel ab. Und da meine ich wahnsinnig viel. Ich meine, muss ich allein mal reinziehen. Final Fantasy VII Remake. Ich meine, hast du da irgendeine Meinung zu? Weil ich habe auch nur viel von Final Fantasy gehört, aber ich habe nie auch nur eins gespielt. Ich habe auch nie eins gespielt, aber ich verstehe den Hype. Ich verstehe den Hype echt durchaus, weil Final Fantasy VII ist das, von dem immer alle reden. Weißt du, das ist so das ultimative Final Fantasy. Weil seitdem sind die so meh und davor waren die so meh. Und Final Fantasy VII war wohl die absolute Spitze. Und da war natürlich klar, dass sie da ein HD-Remake machen, aber dass das jetzt kommt, ist so wie Fallout 4. Ist klar, dass sie irgendwann Fallout 4 machen. Weißt du, die IP lassen die nicht einfach liegen. Aber wenn es dann rauskommt, ist es schon so, oh mein Gott, es ist da. Alter, dem hast du gegeben. Dankeschön. Damals hattest du noch Skill. Mhm. Hast ja gerade schon mal angemerkt in der Aufwärmphase. Die M4-Headshots da waren nicht übel. Mal sehen, ob du das jetzt im Gameplay noch aufrechterhalten kannst. Ich versuche auch ein bisschen zu gucken. Was ist jetzt noch groß auf der E3 passiert? Dann Shenmue 3 ist ja aber auch so mega das Kultspiel und die haben jetzt schon Kickstarter gecrashed. Ja, habe ich gehört. Kickstarter ist fucking abgeschmiert. Übel. Ja, aber ich meine, weißt du, wenn du so ein Fan-Favorite-Ding hast, also was sich nie so richtig super geil verkauft hat, aber die Leute, die es mögen, feiern das richtig. Weißt du, was ich meine? Und wenn man da dann Nachfolger rausbringt und sagt, oh, Kickstarter, könnt ihr uns helfen? Dann springen die Leute da drauf. Schon Wahnsinn, sowas. Ja. Aber weißt du, was mich jetzt auf der E3 bis jetzt so richtig kalt gelassen hat? Was? Mass Effect 4. Warte, wie heißt es? Ich hab den Namen vergessen. Okay, ich hab den Namen vergessen. Wie heißt es? Weißt du es noch? Andromeda. Andromeda, ja. Das hat dich kalt gelassen, weil es erst Weihnachten nächstes Jahr rauskommt? Ja, also erstmal, ich mag das immer nicht, wenn die einen Trailer raushauen für irgendwas und dann sagen, dude, es kommt in anderthalb Jahren und dann wird's nochmal verschoben. Man weiß es. Man weiß es. Werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, aus aktuellem Anlass. Aber was mich vor allem kalt gelassen hat, ist, da steht zwar in-Engine gerendert am Ende, aber ganz ehrlich, das ist ein kompletter Cinematic-Trailer quasi. Da ist jetzt überhaupt kein Gameplay, kein gar nichts. Es ist zwar in-Engine, aber gut. Mhm. Weißt du, man kann auch Sachen als in-Engine zählen, die eigentlich nur auf der Höllenmaschine laufen. Flüssig. Und weißt du, ich hätte den als Teaser cool gefunden, weil zuerst sieht man ja... Ich sehe es auch. Ja, so. Könnte man jetzt ja noch so als Splitscreen einblenden. Nein, Chat. Nee. Guter Spot, bin ich auch mal gewesen auf der Map. Ja, vor allem auch immer mit der AUG. Oh, du musst hin. Den. Alter. Bitte. Das war ganz bitter. So, nee, aber zuerst flippt er durch diese ganzen verschiedenen Planeten, um sich einen zum Kolonisieren auszusuchen. Dann geht er da drauf, du siehst kurz die Sternsysteme aufflackern. Und dann sieht man den so weggehen und man weiß bis dahin gar nicht so, was für ein Spiel das ist, warum auch so die Retro-Mucke im Hintergrund läuft, ne? Und dann geht es auf die Kamera zu und man sieht so kurz dieses N7-Logo von Mass Effect. Wenn die nur diese 20 Sekunden oder wie viel das war, gehabt hätten, das wäre ein cooler Teaser gewesen. So im Sinne von Mass Effect 4 passiert, es wird irgendwas mit Kolonisieren und dann geht. Aber dass sie danach noch irgendwelche Over-the-Top-Fight-Szenen reingenommen haben, wo man weiß, dass die nicht so im Spiel sind. Weißt du, wo er dann auch da so hochjumpt und irgendwen mit dieser Holo-Klinge absticht, das wird's nicht so im Spiel geben. Meinst du nicht? Nee, das ist einfach so ein typischer epischer Trailer-Shot, so wie den auch bei Avengers haben, weißt du? Man muss mittlerweile in jedem Trailer, wo irgendwie Action ist, muss man nochmal einen haben, der so halb in die Kamera springt und dann irgendwas hart wegkneift. Assassin's Creed hat das halt auch perfektioniert, ne? Da kann man es auch in jeden Trailer packen, weil man da wirklich down rumsteht und Leute neigt. Aber weißt du, für mich hatte einfach der Trailer noch zu wenig mit dem richtigen Spiel zu tun, weil man hat auch noch nicht viel vom Spiel gesehen. Es ist jetzt im Grunde nur so ein kleines Konzept-Ding. Und wie schon gesagt, für einen Teaser war mir das zu lang. Aber gut, das auch. Ich will jetzt nicht sagen, deswegen, dass das Spiel schlecht ist. Ich fand jetzt nur, der Trailer war so, ne.
Der war ein bisschen unnötig. Weißt du, es hätte gar nicht, wenn man gesagt hätte, Mass Effect 4 passiert und ihr dürft noch nicht wissen, wie sich das spielt. Ende. Ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und irgendwas war noch. Fällt dir da noch irgendein richtig fettes Blockbuster-Spiel, das ich vergessen habe? Irgendwas, was die Leute. Ja, aber Battlefront weiß man schon länger von. Da haben die jetzt Gameplay-Footage gezeigt und es scheint so zu spielen wie Battlefront 2 ungefähr. Minus die Raumschlachten halt und mit dem Boden-Combat noch ein bisschen besser. Es sieht gut aus. Ich finde. Bevor du das jetzt so als. So abtust, ne? Ich möchte auf ein Feature eingehen, was ich schon jetzt killer finde. Es ist nicht der Core-Modus, es ist der Splitscreen-Core-Modus. Ja, das ist immer nice, wenn die das haben. Alter, Splitscreen ist so am Aussterben. Finde ich nett. Ja, das. Ich finde schade, dass so manche Sachen nur noch von Indie-Spielen hochgehalten werden. Sowas wie Splitscreen und so. Dass nur so kleinere Spiele haben. Weil, ganz ehrlich, da bricht keinem Zacken aus der Krone, wenn man das mal macht. Nee. So, und jetzt zu dem fetten Gedöns, ne? Also, was das wohl ist? Also erstmal muss ich sagen, ich finde, Bethesda hat bis jetzt die geilste Pressekonferenz abgeliefert. Nicht wegen Fallout 4, sondern einfach, weil ich auch finde, erstmal haben die einen verdammt guten Track Record, was Spiele angeht. Weißt du, die haben Wolfenstein, da hat keiner erwartet, dass das so gut ist und das war voller Blockbuster letztens. Und es ist vor allem ein gut gemachtes Spiel. Also, weißt du, nicht nur die Erwartungen waren niedrig und die Leute haben erwartet, dass das zackt. Und als nicht gesagt haben die sich gefreut, sondern es ist halt wirklich ein gutes Spiel. Und das als Reboot quasi, das ist schon eine eindrucksvolle Sache, dass sie es gepackt haben. Und, also weißt du, sie haben als IPs Wolfenstein. Die haben die Elder Scrolls Serie, die seit, bis auf Oblivion, weißt du, aber ansonsten eigentlich voll der Burner war. Dasselbe bei Fallout, wo die jetzt auch den neuen Titel haben. Und jetzt noch Doom, sieht mega geil aus. Alter, der Trailer dazu, der war... Gewalt. Oh. Schön. Das wird nasty. Das wird in Deutschland nicht rauskommen. Das können wir uns abspinken, das Spiel. Mal gucken. Humble Bumble Zeit oder so. Ja. Vielleicht, wie so die Pyrovision bei TF2. Du siehst das nur so mit Regenbogen. Ja, für die deutschen Konsumenten zu hart sonst. Ja. Deutsche überhaupt nicht ab. Ja. Mein Deutscher schmelzt ja gleich die Gesichter, wenn die Gesichter schmelzen sehen. Oh. Aber ganz ehrlich, ich finde auch Bethesda macht das einfach richtig, wie die Titel ankündigen. Weißt du, nicht so wie Ubisoft, die erstmal einen relativ schlechten Track-Record in letzter Zeit haben. Weißt du, viele Spiele so richtig gehypt haben, die dann am Ende so, meh, waren. Oder selbst wenn die nicht, meh, waren, dann haben die einfach nicht fucking funktioniert. Ich will ja nicht sagen, aber... Unity? Ja. Ey, das war so ein Debakel und das hätte sich sein müssen, weil das Spiel an sich darunter gut ist. Also ich meine, Assassin's Creed Unity ist ja kein schlechtes Spiel, es hat nur nicht funktioniert und die hatten diese dämlichen Kisten da drin. Und Watch Dogs ist ja auch relativ gefloppt. Ich ärgere mich so, also ich habe mir das damals geholt und immer noch nicht gezockt und ich sehe das jetzt im Steam Sale andauernd für 12 Mücken. Was ist Evil Within? Kostet, selbst wenn das so viel runtergesetzt ist wie Watch Dogs, kostet das immer noch 30 Euro. Daran merkt man auch immer, ob Spiele gefloppt sind oder nicht. Da ratschelt der gerade mies den Arsch drin. Nee, allgemein der Sale-Indikator ist auch genauso, wenn du irgendwo super schnell irgendwas auf Blu-ray siehst, dann ist der Film auch hart gefloppt. Oder wenn es schnell runtergesetzt wird. Und ganz ehrlich, wenn auf Steam irgend so ein altes... Ich meine, sieh mal bei Call of Duty, es hat sich verkauft wie geschnitten Brot vor einer Weile noch. Was sage ich jetzt mal, 2-3 Jahren. Selbst die alten Teile haben da noch 20 Euro gekostet. Wenn man da mal so andere Spiele sah, die in der gleichen Zeit gestartet sind, die waren da schon auf Grabbeltisch runter. Ja, stimmt schon. Und ich finde halt, Ubisoft revealed die Sachen immer so wie jetzt zum Beispiel The Division. Die hauen da einen einzigen Trailer raus, kündigen das damit an. Und es ist irgend so eine halbfertige Version, die im Grunde schon das richtige Gameplay ist, wo die aber noch jede Menge dran schrauben werden. Ich meine, man hat ja auch gesehen, die Impacts waren richtig scheiße. Weißt du, die Stelle, wo der sich vor dem Einkaufszentrum über dieses Auto lehnt und auf den Typen ballert und der rennt da einfach durch und du siehst nur die Hitpoints aufploppen und der andere Typ merkt das gar nicht, dass der gerade abgeknallt wird. Läuft einfach durch und man sieht ja. Wie bei Fallout 3 damals.
laufen die Leute auch einfach so durch MP-Feuer und du siehst einfach nur so eine Hitpoint-Anzeige runtergehen. Das ist das Einzige, was irgendwie zeigt, dass sie gerade Schaden nehmen. Also es ist also quasi, die hauen einen Trailer raus und es ist unfertig. Und dann geben sie ein Release-Date irgendwie in einem Jahr oder so an. Und das verschieben die ja noch zweimal nach hinten am besten. Weißt du, das ist immer so, Ubisoft kann man nicht mehr so gut trauen. Und halt, immer wenn die jetzt irgendwas raushauen, ist das schon so mit Vorsicht zu genießen. Versteh mich nicht falsch, The Division, was die bis jetzt auf der E3 gezeigt haben, sieht gut aus. Und ich glaube immer noch, dass es ein cooles Spiel wird, wenn die es richtig machen. Aber bis ich da noch viel mehr von sehe, traue ich dem nicht. Deswegen finde ich auch gut, dass Fallout 4 so eine lange Konferenz hatte, weil da haben die auch viel gezeigt. So. Und um nochmal ganz, ganz kurz auf Bethesda zurückzukommen. Ich mag, wie die Spiele announcen. Ich mag, dass sie da still und heimlich dran werkeln und man ab und zu mal was munkeln hört, ob die vielleicht mal was machen, aber es kann genauso gut ein Hoax sein. Und dann hauen die schon einen Trailer mit echtem Gameplay raus und sagen dann, okay, in einem halben Jahr ist das Ding raus und dann ist es da auch raus. Ich meine, das haben die auch bei Skyrim gemacht. Das erste, was du von Skyrim gesehen hast, war nicht irgendein Teaser-Trailer oder ein Cinematic-Trailer. Das erste, was sie hatten, war so ein bisschen Voice-Over, aber da hast du noch keine Spielszenen gesehen. Das war halt auch nur so ein Trailer, um zu zeigen, ey Leute, es gibt ein Skyrim, wir arbeiten dran. Und da war es aber auch schon fast fertig. Und dann der erste Trailer war richtig mit dem Gameplay-Zeug. Und dann haben die es ein halbes Jahr später zum Weihnachtsgeschäft rausgehauen. Ich finde, so muss man ein Spiel releasen. Und so kriegt man auch so Bestwertungen, indem man den Leuten das einfach fertig auf den Tisch knallt und nicht ewig Hype aufbaut, sodass die Leute... Weißt du, wenn sowas wie Bioshock Infinite, wenn da vorher die Spiele so legendär waren und man es dann raushaut, ganz, ganz früh anteast, dann noch ein Jahr lang dran arbeitet, es dann nochmal ein Jahr nach hinten verschiebt, natürlich baut sich dann eine abgefuckt wahnsinnige Erwartungshaltung. Wenn man einfach einen guten Trailer macht, mit echtem Gameplay, die Leute wissen, was sie erwartet, und denen das dann ein halbes Jahr später auf den Tisch knallt, dann haben die auch viel realistische Erwartungen daran. Und wenn das Spiel dann auch noch so gut ist wie in Skyrim, dann werden die Erwartungen auch voll getroffen und übertroffen. Ja, stimmt, da sollten einige Publisher mal dran arbeiten. Ja. Und ich finde vor allem mega eindrucksvoll, abgesehen von dem ganzen Zeug, wie Bethesda dicht gehalten hat. Ich meine, das Einzige, was man von Fallout 4 wusste, war dieser eine Leak, wo ein Script geleakt war. Und da war auch noch nicht so ganz klar, ob das jetzt wieder irgendein Fake ist, weil auch kurz vorher diese Survivor-Geschichte passiert war. Survivor 2277, oder wie das hieß. Ich meine, das hieß so, oder? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Weil das davor passiert ist, deswegen wusste keiner, ist das jetzt wieder ein Hoax? Und das ist das Einzige, was geleakt ist. Und weißt du, was ich glaube? Das haben die mit Absicht gemacht. Ich glaube, die Script haben die mit Absicht rausgehauen, damit die Leute sich schon mal an den Gedanken gewöhnen können, dass es einen Vorkriegsabschnitt gibt und entsprechende Protagonisten. Weil das war halt aus dem Script schon ersichtlich. Und so wenig wie die von dem Spiel preisgegeben haben. Ich glaube einfach nicht, dass sie einen so einen wichtigen Script einfach durch das Gitter schlüpfen lassen, sage ich jetzt mal. Ich glaube wirklich, die haben denen das so als Appetithäppchen hingeworfen, damit die Leute sich schon mal langsam dran gewöhnen können. Das ist wie wenn du im Freibad bist und erstmal so bis knapp zu den Eiern ins Wasser gehst. Weißt du, du springst nicht einfach rein. Das ist die beste Metapher, die mir einfällt. Und das Ende der Metapher? Das Ende der Metapher? Wie das Ende der Metapher? Ja. Ich meine, die können nicht einfach sowas wie einen entsprechenden Protagonisten bei so einer Serie wie Fallout und Skyrim, wo alles immer still war, kannst du nicht einfach so zusammen mit dem ganzen anderen Kram raushauen. Das kann nicht erst im ersten Trailer auftauchen. Dann kriegst du wieder einen Negativ-Hype, dann kriegst du wieder einen Shitstorm. Du musst schon mal sowas wie ein Script raushauen, wo die Leute noch gar nicht wissen, ob das zum Spiel gehört, damit die Diskussion schon mal angeregt wird. Damit Leute sagen können, ja, aber ein entsprechender Protagonist wäre doch gar nicht so übel, denk mal drüber nach, und damit die Leute sich an den Gedanken gewöhnen können. Ach so, meinst du das? Ja. Wie schon gesagt, um jetzt bei der Freibad-Metapher zu bleiben, dass du halt dich an die Wassertemperatur gewöhnen kannst und nicht einfach reinspringst und dann so einen halben Herzinfarkt kriegst, weil das Wasser so scheißkalt ist. Ja. So, deswegen finde ich, haben die einfach das Fallout-Reveal wahnsinnig gut gemacht und wie schon gesagt, ich bin beeindruckt, wie die dicht gehalten haben. Weißt du, ich meine, als wir vor 2-3 Wochen oder so, den einen CSGO-Part aufgenommen hatten, den ersten Dual-Commentary, und da kurz über Fallout 4 geredet haben, da war das doch ein Mythos, so zusammen mit Bigfoot und
dem noch Ness Monster und Half-Life 3, weil das war das noch so ein. Genauso wie Shenmue 3. Also das ist sowas, dass Leute sagen, ey, wenn das irgendwann mal rauskommt, wenn ich 50 bin, dann. Ah, dann gönne ich mir das, wenn ich auf meinem Hoverbike sitze. Weißt du, und dann ist das plötzlich einfach aus dem Nichts da. Weißt du, hast ja nichts vorher gehört. Ja, schon geil sowas. Ja. Und ich glaube, wir können jetzt mal langsam mit dem Spiel anfangen. Ja, es sind schon 15 Minuten um. Ja. Aber ich meine, die E3 ist auch ein großes Ding. Da braucht man auch eine gewisse Einleitung. Ja. Ist ja auch nur der erste Part. Ja, da kommt ja noch ganz viel. Und die E3 ist auch, während wir das ja aufnehmen, noch nicht zu Ende. Das heißt, da kann ja auch noch ganz viel super heftiger Scheiß kommen. Aber was jetzt allein schon an Sequels haben, ne? Gears of War 4, meine ich, wurde auch angekündigt. Yep. Und so weiter. Also, da werden wir auch viel Gesprächsstoff haben, wenn wir mit Fallout durch sind. Während der nächsten drei Parts. Nein, du hast ja schon gesagt, ich soll mich auf einen Part bremsen. Gut. Damit gehe ich mich zufrieden. Na so. Dann. Also erstmal, ich finde die Begleitsachen nice. Ich finde Fallout Shelter cool, auch wenn ich es mir noch nicht holen kann. Erklär mal kurz, was das ist, falls es niemand weiß. Okay, Fallout Shelter wurde so angekündigt, dass sie einfach nach Fallout 3, weil Fallout New Vegas hat, wie ist die Firma noch gleich? Hatten die ein eigenes Studio oder war es einfach nur Bethesda? Weil ich meine, es gibt ja Bethesda als Publisher-Firma, so wie bei Wolfenstein und so, es gibt ja Bethesda als Studio. Ich glaube, die heißen nicht Black Isle oder so, oder von Black Isle, die von New Vegas. Ist ja auch egal, auf jeden Fall die Leute, die Fallout 3 gemacht haben, haben halt danach erstmal Pause gehabt und wollten nicht wieder ein großes Spiel anfangen. Und da fing das gerade mit dem iPhone an und dann haben die gesagt, wisst ihr nicht, was cool wäre? So ein nettes, kleines Aufbauspiel im Fallout-Universum, dass man so seine eigene World hat. Und dann haben die halt das immer wieder zurückgesteckt und da aber so als Hobby weiter dran gebastelt. Und das über die Zeit so fertig gemacht. Auch zusammen mit den Leuten von Apple, deswegen ist jetzt erstmal iPhone exklusiv, die arbeiten schon an der Android-Umsetzung. Und es ist einfach, es ist Free-to-Play. Und jetzt nicht mit Microtransactions oder so einem Gemülle, sondern, also das Einzige, wo du halt Geld bezahlen kannst, du kriegst random Loot und nicht zu knapp, aber du kannst dir halt noch viel mehr Loot kaufen, wenn du da Geld reinsteckst. Aber es ist nicht so, dass du irgendwas bauen willst in deiner Vault, irgendwie einen neuen Raum. Und dann heißt es, okay, warten Sie 10 Stunden oder bezahlen Sie 5 Euro. Weißt du, so den typischen Free-to-Play-Microtransaction. Schrecklich. Oh, dass du den nicht erwischt hast. Das hätte eigentlich ein Header werden müssen. Ah, eigentlich schon. Das war schon. Oh! Gerettet. Gerettet. So, wenn du jetzt noch das Ganze ace, dann bin ich ja, sehr zufrieden. Ja, sicher nicht. Alter, ich erinnere mich an die Runde. Ich glaube, die hatte ich sogar mal gesehen. Oder auf der Map warst du mal in einer ähnlichen Situation. Aber ich weiß doch, dass du oft genug mit dem Autosniper hinter dieser. Damals hattest du sogar noch ein Crimson Web. Da war das noch gar nicht fucked that Auto. Ah. So lange ist das her. Heftig, ey. Heftig. Mein zweitältestes Video. Das ist richtig Dino. Na, und es ist halt so ein Aufbauspiel, Fallout Shelter, wo du dir deine eigene Vault bauen kannst. Und ich überlege, wo man das vergleichen kann. So diese typischen halt Touch- und Flash-Games, weißt du, wo du dir so Städte bauen kannst. Es gibt verschiedene Arten von Gebäuden. Bei der Vault sind es dann Räume. Du kannst da Leute rausschicken und. Erstmal, mir gefällt die Optik, weil es in dieser gezeichneten Cartoon-Optik. Ich finde das echt schön. Und ja, es ist einfach nett. Und ich finde, es war auch ein super Move von denen, das sofort zu releasen. Weißt du, dass sie auf der Pressekonferenz das Spiel angekündigt und erklärt haben und dann am Ende, ach ja, das geht heute Abend im App Store online, gönnt euch. Weißt du, dass die Leute ein bisschen was zum Kauen haben, bis Fallout 4 rauskommt. Weißt du, so hält man, finde ich, den Hype-Train viel besser am Laufen, als wenn man das so wie Ubisoft macht. Einen fetten Trailer raushaut, wo das ganze Internet sich erstmal kollektiv einpisst und dann erstmal wieder für ein Jahr dicht zu halten und das Einzige, was an Meldungen kommt, ist, oh, wir müssen das Release-Datum verschieben und die Spielwelt kleiner machen. Aber ey, keine Sorge, es gibt DLCs. Weißt du, das ist eine ganz, ganz schlechte Marketingpolitik. Ich fand, ey, ganz ehrlich, der das beschlossen hat, das so rauszugeben, wir machen die Spielwelt kleiner, aber keine Sorge, es gibt DLCs, der hat keine Ahnung vom Internet und von der Gaming-Gemeinde, oder? Überhaupt keine. Weißt du, die Leute haben sich angepisst, dass es keine Bärte in Destiny gab. Und dann kannst du dann nicht einfach. Oh Gott, ey, ich weiß nicht, wer das verbrochen hat. Aber ich glaube, der Typ wurde gefeuert. Oder schon gelyncht. Nee, aber weißt du, ich finde das geil, dass man selbst dieses halbe Jahr, was an sich in Gaming-Release-Sachen wenig ist, das ist ein Katzensprung.
bis zum Weihnachtsgeschäft warten. Und dass da jetzt einfach noch so eine kleine nette App für lau raushauen. Weißt du, da hättest du locker 5 oder 10 Euro von verlangen können und die ganzen. Ich meine, das ist jetzt schon auf Top 1 vom App Store durch die ganzen Fallout-Fans. Weil es auch ohne Fallout ein gutes Spiel ist. Fallout Shelter. Ich muss dazu mal ganz kurz sagen, ich hab's mir tatsächlich runtergeladen gestern. Mir auch meine Vault gemacht. Es scheiterte aber dann an dem Punkt, wo es dann darum ging, die Leute, die in die Vault wollten, so einzuteilen, dass die Shield heißt. Die Skills. Nee. Die Special. Special. Shield war von den Avengers. Ja, Special. Man musste die anhand der Special-Werte halt einteilen und ich wusste nicht, wofür das steht. Aber es sah sehr schön aus, tatsächlich, ja. Warte, ich krieg's doch zusammen. Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer? Da bin ich mir gerade nicht so sicher bei dem. Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Agilität, also Geschicklichkeit und Glück. Bin ich mir relativ sicher. Ja. Na, auf jeden Fall. Abend mal weiter. Auf jeden Fall. Das ist halt. Es ist ein super Free-to-Play-Spiel. Ganz von Fallout abgesehen. Und es. Vielleicht kann das sogar noch ein paar Leute zum Fallout-Universum hinziehen, dass sie sagen: Ey, es sieht nett aus. Wo kommt denn das her? Weißt du, ist nicht auszuschließen. Ist jetzt garantiert nicht die Norm, aber. Es ist einfach eine coole Idee. Und da es nur so ein Hobbyprojekt von denen war, ist eine super Sache. Apropos Hobbyprojekte, nochmal kurz. Hast du schon mitgekriegt, der DayZ-Entwickler, der Dean Hall, der hat nochmal ein neues Spiel gemacht. Und man weiß noch nichts darüber, ist nur so ein ganz etwas kryptischer Trailer rausgehauen worden. Hast du da schon was von gehört? Nein, aber ich frage mich gerade, warum macht er ein neues Spiel, wenn DayZ immer noch so... Der ist da doch ausgestiegen. Bei DayZ. Der ist ausgestiegen. Der hat irgendwann mal gesagt, ey Leute, der Druck wird mir zu viel. Ihr alle hypt das hier auf als das allergeilste Spiel aller Zeiten und pumpt da so viel Geld rein. Ich pack das nicht. Der hatte so einen halben Kollaps gehabt und hat dann seiner rechten Hand sozusagen das Kommando übertragen und hat gesagt, so Leute, ich mach Pause und dann gucke ich demnächst, ob ich nochmal andere Spiele entwickle. Und das ist jetzt das andere Spiel, das er entwickelt hat. Und anscheinend. Was sieht man da so im Teaser-Trailer? Ein Telefon. Gehst du da gerade ran? Nein. Okay, dein Ton war gerade kurz weg. Deswegen dachte ich, du wärst jetzt, hättest das Mikro außen ran gegangen. Man sieht einen Astronauten durch den Weltraum schweben und dann irgendwas basteln und dann sieht man, wie die Kamera immer weiter rauszoomt. Also man denkt zuerst, es ist jemand im Erdorbit, der einen Space Shuttle in Ordnung bringt. Also ganz normale menschliche Sache, kein Sci-Fi-Ding, wir haben ja selber Space Shuttles. Aber dann sieht man halt, wie die Kamera weiter rauszoomt und an ganz vielen verschiedenen Planeten und Asteroiden vorbeigeht, wo überall ganz viele Leute in verschiedenen Sprachen am Basteln sind. Also alle Nationen haben sich irgendwo ausgebreitet und sind da am Rumkolonisieren. Und das ist das Einzige, was man weiß. Es hat halt irgendwie mit Space und Kolonisieren und Gedöns zu tun. Deswegen können wir uns ja für ein paar demnächst aufheben. Da wird sicher noch ein bisschen was mehr an Infos rauskommen, dann können wir das ja auseinandernehmen. Gerne. So, und ja, deswegen Fallout Shelter schon mal nice. Dann, um nochmal bei Apps zu bleiben, diese In-App-Sache, ich finde das so cool. Ich weiß nicht, ob es bei mir mit meinem WLAN läuft, das ist ja bei mir am Schreibtisch relativ schwach, aber ich finde das Konzept schon mal richtig. Und vor allem so einfach, weil es ist ja, das haben sich Leute schon so Fan-Mod-mäßig gebaut, aber ist halt schwer ins Spiel zu integrieren, wenn du nicht selber am Source-Code sitzt. Sowas als Mod zu machen und dann auch noch irgendwie mit einer App zu synchronisieren, ist auch schwer. Aber von der Software her ist das ja kein kompliziertes Ding. Ich glaube, ich habe gerade den Übergang verpasst. Redest du von dem Arm? Von dem Arm-Ding, ja. Ich meine, du kannst technisch gesehen auch vor dir einfach aufstellen. Ist viel cooler, wenn es dann wirklich am Arm ist. Ja, dude, Alter, ich hole mir auch die Pip-Boy Edition, ich bin nicht blöde. War so klar, dass du gerade mal 130 Mücken kriegst du die. Das ist geschenkt. Alter, mit einem Artbook dabei und einem echten fucking Pip-Boy. Dude, weißt du, wie viel Geld die damit verdienen können? Und das wissen die auch ganz genau. Weil bis jetzt bei den Fallout-Sachen sind schon, also bei den Collectors Edition sind schon ganz, ganz nette Sachen dabei. Also bei Fallout New Vegas gab es Spielkarten und, aber was du bei Fallout im Vergleich zu Skyrim viel besser machen kannst, ist echte Sachen aus der Spielwelt. Weil die ja eine Spielwelt haben, die sehr nah an unserer ist. Also halt natürlich mit der Zeitlinie anders, aber weißt du, bei Skyrim
gibt's kein Waschmittel bei Sky. So riechen die Leute auch. Gibt's kein Waschmittel, da gibt's kein Plastik, wurde auch noch nicht erfunden, weißt du. Da gibt's einfach so viele Sachen nicht, dass du schwer irgendwas Realistisches herstellen kannst. Also weißt du, du kannst in die Collectors Edition keine echten Kaninchenpelz-Handschuhe tragen. Erstmal killt dich Peter und zweitens müffelt das irgendwann, wenn es zu lange in der Post ist. Aber bei Fallout 3 lag ja auch so ein Wackelkopf dabei, die es halt echt im Spiel gibt. Und die Fallout-Leute fahren halt voll auf sowas ab, wenn irgendwas, was aus der echten, was in der Spielwelt existiert, wenn die es echt haben. Genauso, ich wünsche immer noch, ich hätte die Uhr aus Metro. Also die aus Metro 2033 und nicht aus Last Light. Nein, es könnte sie in echt geben. Also es ist jetzt keine Sci-Fi-Technik. Es ist halt eine bestimmte Art von Uhr. Das Einzige, was es nicht in echt geben könnte, ist der Licht. Aber der ist auch unnötig. Aber halt, solche Uhren gibt's, wo du quasi den äußeren Ringstück drehen kannst und dann starten die einen Timer. Sowas gibt's. Und sowas könnte man auch bauen. Es macht halt nur keiner. Aber sowas könnte es geben. Und, Alter, ich soll feiern. Obwohl es an sich, ich meine, es bringt mich dem Spiel ja nicht viel näher, aber es ist einfach so eine gewisse Faszination. Also wie schon gesagt, dieser Wackelkopf ist halt quasi genau wie der bei Fallout 3 ist. Und du hast ihn denn echt auf deinem Schreibtisch stehen. Das ist irgendwie so ein mega nices Gefühl. Und deswegen, der Traum der kollektiven Fallout-Gemeinde ist es, einen echten Pip-Boy zu haben. Damit kriegst du jeden. Weißt du, wenn du weißt, dass irgendwer viel Fallout gespielt hat und du würdest ihm anbieten, ein Häppchen seiner Seele oder von mir aus auch die ganze, für so einen echten funktionierenden Pip-Boy zu verkaufen. Die meisten würden nicht mal zögern. Gut zu wissen. Ganz ehrlich, Dude, wenn du plötzlich mitten in der Nacht 3 Uhr bei mir vor der Tür stehen würdest und ich sehe nur so ein Bein aus deinem Kofferraum ragen und du sagst, hey Alter, greif dir mal 2 Spaten, wir müssen raus aus Land fahren. Ich hab gerade noch gepennt, was ist denn überhaupt los? Du kriegst einen echten Pip-Boy. Da würde ich sofort, ich würde 3 Schaufeln einpacken, noch einen Kaffee kochen und dann mich auf den Beifahrersitz setzen, ohne eine Frage zu stellen. Sehr gut zu wissen. Ich komme drauf zurück. Wirst du wohl müssen. Ich meine, muss ja nicht. Ich habe dann ja einen funktionierenden Pip-Boy. Das ist dann aus dem Rennen. Nein, aber ich meine, damit kriegst du jeden, der Fallout zockt. Die haben, ey, du glaubst nicht, was sie gemacht haben. Bei irgendeiner Fallout Collectors Edition gab es ein Pip-Boy-Modell ohne funktionierenden Bildschirm und das eigentlich zu klein war für einen Arm. Also eigentlich, es war im Grunde ein bisschen runtergescaled im Vergleich zum Pip-Boy im Spiel und dadurch passt es nicht um einen normalen menschlichen Arm. Und da haben Leute davon einen Abdruck gemacht, den mit echtem Metall ausgegossen, dann rumgebastelt, dass es um einen Arm passt, dann funktionierenden Bildschirm reingebaut und den mit dem Handy synchronisiert, dass das Ding echt funktioniert und die Schalter da noch angeschlossen, dass sie das nicht irgendwie per Touchscreen macht, sondern wirklich mit den Schaltern umschaltet. Das haben sich Leute sofort gebaut, als die nur eine billige chinesische Plastikkopie von dem Pip-Boy hatten. Wenn du solchen Leuten ein hochwertiges Pip-Boy-Modell mit einer Collector's Edition für 130 Mücken andrehst, wo du auch dein Smartphone reinpacken kannst, ey, dude, die meisten Leute haben jetzt noch einen Ständer, die da in der Präsentation saßen, das sage ich dir. Die sitzen jetzt zu Hause und betzen mit dem Ding down gegen den Schreibtisch. Gott. Diese Bilder im Kopf. Weißt du, laufen da irgendeiner Kante vorbei und bam! Ah! Fuck! Ah. Wollen wir jetzt eigentlich auch mal ein bisschen über Spiel reden, bevor der Part um ist? Ja. Sorry, es ist einfach so viel drumrum und die E3 und so weiter. Ja, okay, das Spiel. Gibt es irgendwas, was dich schon mal so als Nicht-Fallout-Fan schon mal vom Hocker gerissen hat? Jetzt einfach, wenn du Fallout nicht als das Fallout 4 siehst, sondern einfach als Spiel. Was es als Spiel schon mal besser macht als andere. Hast du da schon mal irgendwas? Soll ich das ehrlich beantworten? Ja, du kannst doch Nein sagen. Ganz ehrlich, mich hat nichts gehypt. Also, die Grafik nicht, das Setting... Ja gut, das Setting holt dich auch nicht ab. Das Setting holt mich nicht ab. Gameplay habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Du hast ja auch nicht die ganze Präsi angeguckt. Lass mich dir das mal umschreiben. Also, die früheren Fallout- und Skyrim-Spiele waren schon Open World, im eigentlichen Sinne des Wortes, also du kannst halt überall hingehen. Aber es gibt halt keine Fahrzeuge, weil es von der Engine her nicht geht. Es ist so, du gehst irgendwo rein und es gibt ein Ladescreen und der Innenraum ist nochmal ein einzelnes Level quasi. Was nicht direkt mit der Außenwelt verbunden ist. Es ist nicht so wie bei Witcher, dass du in eine Taverne gehst und dann
bist du da drin. Okay. So, bis jetzt bei Fallout 4. Erstmal, es gibt eine komplett offene Welt. Das heißt, es gibt gar keine einzelnen Innenräumen-Level mehr. Es ist jetzt ein Level. Und nicht nur, dass du da drin rumlaufen kannst. Du kannst A, das haben wir im Trailer gesehen, du kannst dir mit so einer Flare, die du hast, kannst du dir einen Vertibird rufen. Das sind diese Helikopter-Jet-artigen Dinge, diese fetten Militärtransporter. Das ist cool. Den kannst du dir rufen und damit richtig rumfliegen. Weißt du, das ist für sowas wie Far Cry, wäre es jetzt nicht heftig, aber sowas wie Fallout, wo es uns richtig viele Charaktere gibt, die du ansprechen kannst und wo alles modbar ist, ist das voll der Brecher. Mhm. Und dann kannst du jetzt auch noch... Hast du das gesehen mit dem Crafting-System, mit dem neuen? Ich habe nur gesehen, wie an der Waffe rummodifiziert wurde. Das ist ja der lameste Part, was ist das denn für eine scheiß Highlight? Zusammenfassung. Ich arbeite. Ich hab nicht deine Tagzeit. Ich meine, ich find's okay, dass du dir Highlights angeguckt hast. Was sind denn für Kack-Highlights, wenn die nur den langweiligsten Scheiß zeigen? Ja, frag ich mich auch gerade. Aber erzähl's so. Mir gerne. Du siehst den Typen an der Werkbank, an so einem Schraubstock. Und er dreht sich dann einfach um, macht so ein Crafting-Overlay auf, also kein richtiges Menü, sondern nur, wo man unten so die Tasten eingeblendet sieht. Sowas wie entfernen, bauen und so weiter. Und dann geht er da zu einem Reifenstapel, der einfach in der Welt rumliegt, macht den weg. Und man sieht so, wie an der Seite die ganzen Gummibestandteile in sein Inventar geaddet werden. Dann geht er rüber zu irgendeinem alten Kühlschrank, der da rumsteht. Zack, macht den weg. Er geht zu einem Haus rüber. Bam! Entfernt das ganze Haus komplett aus der Spielwelt. Ich meine, wie schon gesagt, im Moment ist ja so Witcher der Standard der Rollenspiele. Sag mir mal, wo man bei Witcher an der Spielwelt was verändern kann. Wo man einfach mal ein Gebäude einreißen und aufbauen kann. Siehst du? So, und dann kannst du erstens mit dem ganzen Gedöns craften. Also zum Beispiel haben wir gezeigt, wie man so ein Scope bauen kann. Für eine Waffe. Zum Waffenbauen. Das wurde jetzt auch mega erweitert. Du kannst jetzt alles an deiner Waffe rumbauen. Und Scope, der zeigt dir halt keine richtigen Komponenten, wie das früher beim Craften war. Also du brauchst dieses Ding und dieses Ding. Zwei sehr spezielle Sachen, sondern er sagt halt, du brauchst Kleinteile, du brauchst Gummi, du brauchst Metall. Und du brauchst ein Glas für die Linse vorne. Die Linse kannst du dir aus einer alten Brille bauen, du kannst sie aus einem Mikroskop nehmen, du kannst aus dem Mikroskop die Kleinteile nehmen und dann, weißt du, so kannst du im Grunde alles aus der Welt einramschen und komplett neu verbauen. Was der Sinn bei sowas Postapokalyptischem ist. Weißt du, dass die Leute sich aus alten Spielzeugautos und Brillengläsern wirklich Knarren bauen und was nicht alles. Weißt du, das ist richtig so ein Mad Max-Scheiß. So. Und man kann sich seinen eigenen Stützpunkt bauen. Nicht überall in der Welt. Du kannst dich einfach irgendwo was hinplatzieren. Aber du hast halt an mehreren Stellen im Game, man hat bis jetzt irgendwie so 4, 5 gesehen. Allein in den Trailern. Und auch ganz verschiedene. Weißt du, eins richtig schön am Wasser, eins in so einem alten Vorstadtgebiet, eins auf einem Berg, weißt du, so den Scheiß. Und da hast du so eine große quadratische Grundfläche. Und da hat er sich einfach ein Haus drauf gebaut. Mal ebenso. Hat sich dahin gestellt. Fupp, fupp. Deine Tür. Fupp. Da so ein paar alte Bussitze als Sessel rein. Fupp. Alten Fernseher. Fupp. Das ist alles einfach so in die Spielwelt gebaut und es funktioniert da auch. Und es ist immer noch nahtlos. Du kannst aber noch nahtlos in dieses Haus gehen, was zum Anfang des Spiels nicht mal da war. Und es hat halt diesen richtig coolen Fallout-Look. Weißt du, richtig alles so halb mit Wellblech und dann hier irgendeinen netten alte Weltscheiß, den du dir geholt hast, hast du ja in die Ecke gestellt. Und so, das konntest du bei Fallout 3 sogar schon ansatzweise. Da hattest du halt auch so eine richtig absurd fette Wellblechhütte. Und da konntest du dann an einem Computer auswählen, so manche Möbel, die du wolltest, und die wurden dann da gespawnt. Aber halt ansonsten blieb der Platz für das Möbelstück leer, also konntest du jetzt nicht in der Ecke drei verschiedene Stühle auswählen, sondern in der Ecke kannst du entweder den Stuhl hinstellen oder es lassen, dann ist diese Ecke leer. Weißt du, und da jetzt sowas zu haben, eine nahtlose Spielwelt, und du kannst einfach in dein selbstgebautes Haus gehen, das war in der Fallout- und Skyrim-Reihe und so noch nie da, und das habe ich auch in fast keinem Spiel so gesehen. Ich meine, das andere, was mir jetzt einfallen würde, wäre Minecraft, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste als jetzt Fallout 4. Mhm. Und wie schon gesagt, du musst dir vielleicht nochmal den Teil oder so in der Präsentation angucken, weil, ich meine, das ist schwer zu erklären, wenn man jetzt sagt, oh, das funktioniert so flüssig, wenn du echt siehst, ist wie bei Minecraft, dass er da sich irgendwelche Teile auswählt und zack, 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 die da alle mal eben hinspawnt, mit so einem Fingerschnipsen. Und dann, so ähnlich wie bei Assassin's Creed 3 mit der Siedlung, die du hast, kannst du halt, wenn du mehr Häuser baust als dein eigenes,
ziehen halt langsam Leute in die Siedlung und Händler ziehen vorbei. Und irgendwann kommen dann auch Raider, die sehen die ganzen Schätze. Und dann musst du da auch noch, kannst du Turrets bauen und die kannst du selber programmieren, wen die angreifen. Und du kannst riesige Lichtpanels aufbauen und die kannst du halt auch richtig programmieren. Und da meine ich nicht, du wählst aus dem Interface Gedöns aus, sondern du kannst richtig, so ähnlich wie bei Minecraft mit diesen Redstone-Schaltkreisen, kannst du da richtig eigene Sachen einstellen und so. Weißt du, die Schiene, das ist so ein Kram, den hätten sie gar nicht reinnehmen müssen. Wenn jetzt einfach Fallout vom Gameplay her, so ähnlich wie Skyrim, mit besserem Gunplay und, alter Dude, das Gunplay ist so geil, komme ich gleich drauf zurück. Wenn die einfach jetzt wie Skyrim mit besserem Gunplay, bessere Grafik und vielleicht mit dem entsprechenden Protagonisten, dann wären die Leute schon zufrieden gewesen mit der Innovation. Und dann jetzt noch so ein komplett nahtloses Open-World-Gedöns einbauen, das schmelzt den Leuten das Hirn. Klingt echt geil. Ja! So, und du kannst, was die Leute auch Angst hatten, dass du den Hauptcharakter nicht genug verändern kannst. Weil du ja halt immer nur diesen einen Dude in den ganzen Trailern gesehen hast und der war auch auf diesem Script drauf. Man hat jetzt auch keine Frau gesehen, man hat keine anderen Versionen vom Hauptcharakter gesehen. Immer nur diesen einen Typ und seinen Hund. Und da haben sich die meisten Leute schon gedacht, oh Gott, ey, das wäre jetzt nicht so eine Sache, dass wir den einen Hauptcharakter haben und den versuchte dann irgendwelche Charakter-Traits anzudichten. Und dann kommt da nur Scheiße bei raus. Nee, das ist einfach so, die haben zum Beispiel bei Namensauswahl, damit du angesprochen werden kannst, haben die einfach irgendwie, Gott weiß wie viele, häufige Namen aufgenommen, so wie Tom, Karl, weißt du, so Standardkram, jetzt nicht sowas wie Flitzemeier oder was auch immer. Also halt normale Namen. Normale Namen, viele davon, von denen du ja dir halt einen auswählen kannst, mit dem du angesprochen werden kannst. Das ist natürlich gut. Ja, und du kannst halt an deinem Hauptcharakter super viel verändern und die Einbindung im Spiel ist so cool. Weißt du, der steht da vorm Spiegel, der Protagonist, und seine Frau hinter ihm. Und halt, wenn du als Frau spielen willst, als weiblicher Charakter, dann wird die Story halt von der genau anderen Perspektive erzählt. Dann ist es nicht der Held und verliert seine Frau und sein Kind im nuklearen Blablabla und wird dann eingefroren, sondern die Heldin verliert ihren Mann und ihr Kind und wird dann nach dem nuklearen Blabla eingefroren und so. Und halt, die stehen dann vorm Spiegel und der Demo-Typ wechselt die halt immer mal durch und bastelt dann ein bisschen an der Frau rum oder am Mann rum. Und es funktioniert so gut und du siehst echt keinen Übergang und so weiter. Es ist halt alles mega nahtlos und so weiter. Und dann haben die ja noch so einen kleinen Trailer gehabt. Ich hoffe, der war in deinem Highlight-Video drin. Von dem Gunplay. Also da haben die halt einen richtigen 2-Minuten-Trailer gemacht mit guter alter 50er-Mucke dahinter und so. Und, also erstmal das Sounddesign ist Battlefield 4 mäßig. Das ist so richtig, richtig geil. Also weißt du, früher bei Fallout war das so, du schießt auf irgendwen mit einer MP und du hörst so piu 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 und dann siehst du so eine Leiste runtergehen und irgendwann kippt er um, das war's. Oder zersplattert, je nachdem ob du die Uncut-Version und bestimmte Perks hast. Und jetzt ist das richtig, ey, der geht da auf Leute zu und fetzt die weg und dann holt er sich eine Minigun und die kriegt richtig wuchtig. Und vor allem, du kennst doch die Power Armor, die war doch bis jetzt auf so vielen Covern und so weiter. Die kennt man, oder? Die Fallout Power Armor. Joa. Dieses fette Iron Man-mäßige Roboter-Ding mit der Gasmaske. Ja. Das war schon immer cool, von den Werten und vom Aussehen her, aber du hast halt nicht so richtig das Power-Armor-Gefühl gekriegt. Also, du konntest halt langsamer laufen, aber du konntest halt alles wie sonst machen, weißt du? Du rennst durch die Wüste mit quasi 300 Kilo an Ausrüstung auf dem Rücken und dann noch diesem riesigen Roboteranzug. Also im Grunde hast du 300 Kilo Müll dabei und einen riesigen Roboteranzug an und du joggst da so lang, während so gute alte 50er-Mucke im Radio läuft, weißt du, gehst da lang. And that spurs that jingle jingle. Weißt du, joggst da so lang, als wenn es nichts wäre. Du schleichst und gehst mal eben in die Knie, obwohl normalerweise eigentlich die Rüstung an deinen Oberschenkeln allein deine Kniescheibe schon durchbrechen müsste. Und so. Also es war ein bisschen stumm, aber ganz okay. Und jetzt haben wir es richtig, die Power Armor ist Power Armor. Das heißt, die steht da und der schlüpft richtig da so rein wie bei Iron Man, weißt du, von hinten durch den Anzug. Und du musst dir das von der Bewegungsfähigkeit so vorstellen wie die erste Iron Man Rüstung im ersten Iron Man Film. Also riesig, massiv und im Grunde bewegst du dich nur so bam, bam, bam. Und das haben wir jetzt auch so richtig. Du, in der First Person hast du dann halt noch so ein bisschen, du siehst das Visier, du siehst also, dass du einen Helm auf hast und nicht an der frischen Luft bist und dann unten sind halt noch so Tachos und Druckanzeigen eingeblendet und man sieht ihn nur mit so einer schweren Minigun in dem Trailer da langstapfen
Und dann ballert der irgendein Mutantenviech ab und die Läufe fangen richtig an rot zu glühen und so. Das sind richtig coole kleine Details. Und das Heftigste ist, du kannst diese Power-Rüstung komplett frei einstellen. Das liegt daran, wir haben das Rüstungssystem umgestellt. Also bei Fallout 3 hattest du komplette Kostüme plus Helm. Das heißt, du hattest nicht einzelne Handschuhe, einzelne Stiefel, einzelne Hosen und so, sondern du hast einfach eine Rüstung angezogen und konntest dir noch einen Hut oder ein Mützchen oder sowas oder einen Helm dafür aussuchen. Das war's. Das meinten die halt, weil die das Design von den Rüstungen so cool fanden, dass sie die nicht vernünftig aufteilen konnten, ohne dass das komisch wurde. Und es ist natürlich ein bisschen schade für ein Fallout-Spiel im Vergleich zu Skyrim, weil bei Skyrim ist das okay, wenn du halt nur eine Rüstung hast, die aufgeteilt ist in Brustpanzer und Beinschienen und Helm. Weil das wird sowieso komisch aussehen, wenn du das mischst. Aber bei so postapokalyptischen Kram wie Fallout oder Mad Max oder was auch immer, ist halt gerade das Coole, weißt du, dass die Leute sich irgendwie aus einer alten Korthose, einem Footballer-Oberteil, einem Krallenhandschuh von irgendeinem Mutantenviech und dann, keine Ahnung, einen alten Pimp-Hut, den sie irgendwo gefunden haben, dass sie sich daraus dann so ein Outfit zusammenbasteln. Und das kann man jetzt auch, also du hast jetzt wieder wie früher bei Elder Scrolls 3, also das gab es seit Elder Scrolls 3 nicht mehr, jetzt mal ohne Scheiß, hast du einzelne Handschuhe, einzelne Schulterplatten, einzelnen Brustpanzer, einzelne Hose, einzelne Schuhe, einzelnen Helm. Das heißt, du kannst dir so eine richtig absurde Ausrüstung zusammenbauen. Und der Punkt ist, warum wir jetzt das reingenommen haben mit dem Power Armor zusammenbasteln, ist, eine Power Armor kann allein nicht funktionieren. Du kannst jetzt nicht einen Handschuh von einer Power Armor als Rüstungsteil nehmen. Weißt du, der ist an das Hydrauliksystem angeschlossen, der ist an die Stromversorgung angeschlossen. Wenn du dir nur den Handschuh anziehen würdest, ohne das Powerpack auf dem Rücken, was halt im Brustteil sitzt, dann würde dir das Ding einfach abschmieren. Weißt du, dann hättest du einfach so 15 Kilo an einer Hand, würdest du dir sofort das Handgelenk brechen. Das wäre quasi, als hättest du eine dauerhafte Hantel mit sowas, kannst du nicht schießen, nicht arbeiten. Deswegen, eine Power Armor muss immer in sich komplett sein, aber die wollten halt auch dieses Mischsystem haben, weißt du, dass du ein bisschen hiervon, ein bisschen davon machen kannst, damit es richtig Fallout-mäßig aussieht. Und das haben die jetzt so gelöst, dass quasi in deiner Garage, wo du an dem ganzen Kram rumbaust, hängt halt so eine Power-Rüstung und du kannst da die verschiedenen Helme auswählen und so. Und wenn du dann losgehst damit, wird die Rüstung quasi abgeschlossen. Es ist eine Rüstung, die aber aus verschiedenen Teilen besteht, die du dir aussuchen kannst. Das heißt, du kannst dir die coolste Gasmaske nehmen, dann da irgend so einen fetten Klingenhandschuh rumbasteln, der eigentlich eine Mod ist oder so, den du dir eigentlich aus irgendwie einer toten Todeskralle gebaut hast oder so. Dann noch den speziellen Mark 15 pechschwarzen Brusharnisch des Todes oder sonst was. Also du kannst dir halt die geilste Power-Rüstung des Todes aller Zeiten bauen. Das ist aber immer noch ein Fahrzeug quasi. Das ist quasi ein personengroßer Tank. Also Panzer. Ich muss da mal ganz kurz einhaken bei dieser ganzen Power-Geschichte. Kann man den immer tragen? Also trägt man den auch immer? Oder... Also, na, ist das das, womit man rausgeht quasi in den Kampf? Oder ist das so, man nimmt die mal mit, wenn man gerade die fetteste Base ausrotten möchte? Es ist eine sehr fette Rüstung. Also, du kannst damit halt nur langsam laufen. Und du kannst sie nicht wie früher einfach in deinen Rucksack stopfen. Weil es im Grunde, wie schon gesagt, es ist so groß wie du und es ist so schwer wie ein Panzer. Das kannst du dir eigentlich nicht mal eben in den Rucksack stopfen. Egal wie viel du tragen kannst. Deswegen, es ist jetzt quasi ein Fahrzeug. Also du kannst damit in die ganzen Bases gehen, du kannst damit deine Gespräche führen, aber es ist halt unklug, die zu Hause zu tragen, wenn du nur rumgammelst, weil du dich dann halt bewegst wie Iron Man im ersten Iron Man Film. Stampf, stampf, stampf. Wodurch sich das Ding aber natürlich noch wuchtiger anfühlt. Und es hat ein Jetpack natürlich, warum auch nicht. Warte, noch kurz deine Highlights, weil wir sind langsam so am Ende. Meinst du jetzt E3 Highlights oder Fallout 4 Highlights? Fallout. Also man kann sich jede Menge Rüstung zusammenwürfeln. Die Welt ist jetzt... Die Lighting-Effekte sind nicht so fett und alles, aber das Lighting ist gut, das ist dynamisch, die Welt ist komplett 100% nahtlos. Und es sind aber halt die ganzen kleinen Feinheiten. Es ist, dass die Präsentation gut gemacht war. Es ist, dass auf... also bis jetzt wurde auf die Story und das Setting noch kaum eingegangen, aber halt so Sachen wie... Dass deine Rüstung dann richtig Wasteland-mäßig aussieht. Und dass du an deinen Waffen so lange rumbauen kannst, bis man sie kaum noch als irgendwas mehr als einen Haufen Schrott erkennen kann, der Plasma schießt. Es ist halt
sind so Sachen, die für Fallout-Fans die Spielwelt erst richtig rund machen. Und ich war ja nicht so ganz dabei bei dieser ganzen sprechende Charaktergeschichte. Aber die Ausführung, so wie man sie jetzt bei der E3 gesehen hat, gefällt mir. Also es ist quasi, früher hattest du ein abzweigendes Dialogsystem. Das heißt, du hattest, wenn du irgendwen ansprichst, sowas wie, guten Tag, ich würde gern Wasser finden. Wo gibt es hier Quests? Und fick dich, ich bring dich um. Wodurch dein Kampf startet. Und wenn du halt auf eine dieser Optionen klickst, sagst du das, was da kommt. Der andere antwortet da drauf und dann hast du wieder verschiedene Antwortmöglichkeiten. So. Jetzt haben wir es wie beim Mass Effect, dass quasi du sprichst jemanden an und er fängt das Gespräch an. Sagt zum Beispiel, hey, du warst lange weg. Und dann hast du halt vier verschiedene Antwortmöglichkeiten, je nach, Dude, es je ist nach vorbei. Du musst doch eins, irgendwas. Dammit. Es ist geil, es ist HD, ich will es haben, 130 Mücken, ist es mir recht. Cool, bis zum nächsten E3-Part. Tschüssi.